Am Fuß des Ararat-Gebirges, im Osten der Türkei, liegt der Ursprung der europäischen Menschen. Das zeigen wissenschaftliche Studien in der Genforschung nach einer breit angelegten Untersuchung aufgrund männlicher Haplogruppen. Haplogruppen sind eine Reihe von Mutationen menschlicher Gene, die in einem Chromosom zu finden sind. Sie sind daher in der DNA eines Individuums unverändert nachweisbar und können die Ursprungregion und die Urbevölkerung eines Menschen bestimmen. Die Haplogruppen wurden durch Knochenfunde erforscht, so dass man heute bestimmen kann, aus welcher Region und Volk ein Mensch abstammt. Mit dieser Methodik wurde von chinesischen Wissenschaftlern eine 4000 Jahre alte Mumie als türkische Königin identifiziert. Dazu wurden die Reihenfolgen der Mutationen präzise mit ihrem Code ermittelt. Heute ist bekannt, dass die Haplogruppe F auf die ältesten genetischen Spuren von Proto-Europäern hinweist. Vor 45.000 Jahren haben sich die Vorfahren der Europäer, ausgehend vom Kaukasus, östlich der heutigen Türkei entwickelt. Vor 8000 Jahren sind sie über die heutige Türkei nach Europa ausgewandert. Erste Europäer fanden also über Anatolien und im Norden über Ungarn den Weg nach Europa. Schauen wir uns die Entwicklung von der Ausgangsregion der Gruppe F südöstlich des Berges Ararat näher an. Von dieser F-Gruppe entstand die Gruppe G, die sich in Richtung Zentralasien in die Gegend des heutigen Kasachstan und südlichen Länder wie Turkmenistans ansiedelten. Die heutigen Einwohner dieser Länder tragen 87% dieser Gruppe G und sprechen heute Türkisch. In dieser Gruppe findet man auch viele Menschen mit blauen oder grünen Augen, allerdings mit dunkler Haut. Vor etwa 30.000 Jahren breiteten sich von dieser Gegend der Gruppe G gegen Norden Menschen der Haplogruppe N aus und verbreiteten sich rasend schnell in ganz Asien in Richtung Altai, Sibirien und im Westen bis zum heutigen Finnland aus. Diese Haplogruppe N führte zu einem großen Bevölkerungswachstum für jene Zeit. Wohin sich diese Menschen zuerst ausbreiteten, bevor sie nach Europa gelangten, und wer die direkten Vorfahren der Deutschen sind, das sehen wir im nächsten Video.